to report a murder. Mit dem Anschlag auf den russischen Kreml-Gegner Alexander Litvinenko, der 2006 in London mit dem Strahlgift Polonium-210 ermordet wurde, befasst sich das gleichnamige Fernsehdrama, dem der britische Schauspieler David Tennant die Hauptrolle übernimmt. Er erinnert sich ganz genau an die Bilder des russischen Ex-Agenten, die damals um die Welt gingen. Nur wenige Stunden bevor das Bewusstsein verlor, erklärte Litvinenko in einem Interview, dass er vom Kreml zum Schweigen gebracht worden sei. Wir waren hochmotiviert, alles richtig zu machen. Es war eine dieser Rollen, bei der man das Gewicht der Verantwortung spürt, weil es die jüngste Geschichte ist. Wir erzählen hier keine Geschichte, die Jahrzehnte zurückliegt, sondern die immer noch Wellen schlägt. Wir alle sind mit großem Respekt vor dem Material an die Sache herangegangen, vielleicht einem noch größeren, als man hätte erwarten können. Die britischen Behörden kamen im Zuge jahrelanger Ermittlungen zu dem Schluss, dass Russland für den Tod Litvinenkos verantwortlich war. Eine Schlussfolgerung, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt wurde. Der Mord löste damals im Westen eine Schockwelle aus und signalisierte die ungeheuerliche Bereitschaft der russischen Sicherheitsdienste, über die Grenzen des Landes hinaus Feinde des Kremls ausschalten zu wollen. Das Drama startet Ende Dezember im englischsprachigen Pay-TV.